heraufbeschwört haben. Und letztlich führt ja dann auch eine Aktion, die wir klarer klären können, zum Ausgleichstreffer. Anfangsphase der zweiten Halbzeit stand das Spiel auf der Kippe. Die Düsseldorfer spielen sehr gut, immer wieder zwischen die Linien im Mittelfeld. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit 6-7 Mal gemacht. Wir standen da nicht kompakt genug, haben auch nicht energisch genug zugepackt. Und von daher hatten wir da eine Situation, wo das Spiel dann auch einen anderen Verlauf nehmen könnte. Letztlich war dann positiv, dass wir die Konsequenz wieder hatten. Und nach dem 2-1 hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass unserer Mannschaft relativ viel von der Seele gefallen ist. Sie hat danach weiter gut beherzt nach vorne gespielt. Das war gut. Und insofern geht es für uns jetzt darum, das Positive von heute mitzunehmen und diesen Weg einfach auch wieder mit aller Konsequenz für die letzten 7 Spiele weiterzugehen. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an Sascha Lewandowski? Das ist nicht der Fall. Dann übergebe ich das Wort an Norbert Meyer. Bitte sehr. Ja, ich finde schon, dass wir so ein bisschen unter Wert geschlagen worden sind heute. Ich glaube, dass die Mannschaft über weite Strecken des Spiels sehr gut Paroli geboten hat. Nach dem Ausgleich auch eine sehr gute Phase hatte, wo wir auch richtig gute Möglichkeiten durch Cruz, durch den Schuss von Tesche hatten. Das 0-1 schon durch einen dummen Fehler auch ermöglicht haben. Dann die zweite Halbzeit, so wie Sascha das gesagt hat, eigentlich relativ pari war bis zum 1-2. Aber da kann man dann natürlich auch irgendwo die Qualität von Bayer Leverkusen sehen. Die Qualität eines deutschen Nationalspielers. Und ich habe ja nicht das Recht, die Leistung dieses Spielers zu beurteilen, aber der vielleicht bis dahin gar nicht so auffällig gewesen ist. Aber da reicht dann ein geschlänzter Ball oben in den Winkel, obwohl wir 6-3 da stehen in diesem Moment. Aber wir gehen nicht dementsprechend hin. Wir haben diese Hundertstel oder ja, diese Sekunde, die uns fehlt, um diese Situation dann zu zerstören. Das fehlt und dann schlagen die Leverkusener kalt zu. Und dann haben wir natürlich gewechselt, weil ich auch der Meinung war, heute der Ausgleich ist noch möglich. Aber wenn du dann einen Freistoß bekommst und diesen Freistoß ohne Not in die Füße des Gegners spielst, dann ist das natürlich eine Einladung zum Tanz, wie man so schön sagt. Und Leverkusen ist da bekanntermaßen sehr konterstark, ist auch in der Lage, diese Situation dann bis zum Ende auszuspielen. Das haben sie gemacht und wir haben uns eigentlich wieder einmal bestraft mit eigenen Fehlern, die wir machen. Mit eigenen Fehlern, leichte Fehler, obwohl das Spiel der Mannschaft sehr emotional war, sehr leidenschaftlich war, auch teilweise wirklich gut gespielt hat, Chancen herausgearbeitet hat, aber in gewissen Bereichen sieht man dann eben auch diese Unterschiede. Nur auch das wird uns nicht umwerfen. Wir sind mit unserer Zielsetzung ja klar und wissen, was wir erreichen wollen. Und ich sage immer wieder, Mensch, wenn man uns gesagt hätte, auch jetzt nach diesem Spieltag, wir haben so und so viele Punkte, dann hätten wir alle Hurra gerufen. Das muss man einfach sehen. Und deswegen werden wir auch nach diesem Spiel die Mannschaft wieder aufbauen, weil sie hat nicht alles schlecht gemacht. Ich glaube, die Zuschauer, die hier waren, haben schon wieder einmal eine Fortuna-Mannschaft gesehen, die alles gibt, die auch spielerisch in der Lage war, in vielen Phasen relativ gut mitzuhalten. Und ich glaube, die Leute kommen auch gerne wieder. Natürlich frisst dann so eine Niederlage, weil wir verlieren ja alle nicht gern. Und man ist dann sauer, wenn man noch 2 Gegentore bekommt, auch durch solches Einleiten von Situationen. Aber diese Mannschaft hat Charakter, das hat sie immer wieder bewiesen. Und wir müssen eben davon ausgehen, weil wir spielen nicht um die Champions League, dass wir eben auch mehr Spiele verlieren als gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen an unseren Coach? Dann danke ich an dieser Stelle. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Er hat 1-2 ein Ende gefunden. SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach 2-0. Der FC Augsburg unterliegt Hannover 96 mit 0-2 und der erste FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen 1-1. Last but not least Schalke 04 gegen Hoffenheim 3-0. Unser Gast aus Leverkusen steht auf Platz 3, kann damit weiterhin Champions League Ambitionen hegen und wir sind weiterhin auf Platz 15 mit 29 Punkten. Ich danke fürs Kommen an dieser Stelle. Das nächste Auswärtsspiel führt uns zur TSG 1899 Hoffenheim. Freitag 20.30 Uhr und die nächste Heimpartie findet statt gegen den SV Werder Bremen, Samstag 13.04. Klassische Anstoßzeit 15.30 Uhr.
Vielen Dank fürs Kommen. Schönen Tag noch. Tschüss. Schöne Ostertage.